Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge hier bei Planet Coaster in der Herausforderung auf schwer. So, nun haben wir leider sehr viel Minus gemacht, weil Wildblue war nämlich eben kaputt gegangen. Er wurde repariert und den Techniker habe ich auch schon wieder entlassen, weil sonst sind die Lohnkosten einfach zu hoch. Und falls ihr die erste Folge nicht gesehen habt, bis jetzt habe ich nur eine Toilette, noch ganz nackig hier, ohne Wände und ohne alles. Ich habe noch keine Reinigungskraft. Die Mülleimer werden irgendwann voll sein, dann muss ich auch mal einen einstellen zwischendurch. Dann habe ich das Western-Thema erforscht, was mich natürlich auch Geld gekostet hat und den Cosmico-Shop, der leider auch nicht so viel einbringt, irgendwie, weiß nicht, drehen die Leute immer wieder ab. Weiß nicht, ob denen das zu teuer ist. Vielleicht sollte ich mal die Preise runter, oder ich gebe denen noch mal ein paar Extras. Das könnte ich natürlich auch noch mal versuchen, ob das dann irgendwas bringt. Weil im Moment macht er einfach nur Minus, der Laden. Vielleicht liegt es aber auch einfach noch daran, weil der zu wenig Szenerie hat. Ich habe jetzt noch keine Fenster, keine Lampen, kein gar nichts. Vielleicht mögen die den nicht so leiden, das kann sein. Jetzt muss ich erstmal sehen, dass ich wieder ins Plus komme. Ja, die Toilette macht auch Minus. Eingestellt habe ich 50 Cent. Vielleicht sollte ich mal runtergehen. Obwohl, wenn die Leute müssen, dann müssen sie ja, ne? Irgendwie drehen die überall nur ab. Das ist ein bisschen doof. Und ja, leider haben eben, wo das Fahrgeschäft kaputt war, die Leute alle meinen Park verlassen. Weil es gab ja nichts mehr zu tun und jetzt kommen sie erst so schleppend wieder rein hier. Also wird auch das Geld noch nicht so schnell wieder reinkommen. So, Übersicht. Ja, hier gibt es nicht genug zu tun. Ich gehe nach Hause. Dieser Park war der Wahnsinn. Ich will gar nicht gehen. Oh, das ist aber... Wow. Das war so schlecht, dass ich eine Rückerstattung will. Er meint jetzt, dass er wieder aussteigen musste, weil das Fahrgeschäft kaputt war. Das ist natürlich... Dann sind die natürlich immer ein bisschen sauer. Das ist ja auch klar. So, das war ja sind meine Eintrittspreise, die ich momentan am Eingang haben möchte. Finanzen. Ich meine, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Parkverwaltung, ja. Das sind halt die Lohnkosten, ne? Das ist klar, weil in dem Cosmico Shop von dem Fahrgeschäft, die Leute, die wollen ja alle bezahlt werden. Oh. Ich könnte sogar ein Darlehen aufnehmen. Das geht doch tatsächlich, aber nee, wenn ich wenn es irgendwie geht, dann verzichte ich drauf, weil habt ihr gesehen, obwohl 20% Zinsen geht ja noch. Also wenn man schwerer spielt zum Beispiel, dann ist es richtig krass von den Zinsen. Aber dann war das bei der älteren Version damals, da war das in der Herausforderung schwer irgendwie mal.
dass man keinen Kredit aufnehmen konnte. Ich habe mich letztens erst bei jemandem im Video gesehen, aber die Folgen waren auch schon älter. Und deswegen. So, Marketing werden wir nicht machen, Personal. Ich glaube, da warte ich noch, bis irgendwann so viel Müll auf den Wegen liegt. Naja, größtenteils positiv. Zeit nach Hause zu gehen. Ich wünschte, hier gäbe es einen Imbestand. Ja. Das wäre schon echt toll, ne? Naja, immerhin kaufen die Leute schon mal ein bisschen hier was. Können ja mal ein bisschen Schnelllauf machen. Jetzt darf nur nicht wieder mein Fahrgeschäft kaputt gehen. Ja, falls ihr die erste Folge nicht gesehen habt. Ich hatte angefangen hier... Oh, jetzt lag das gut. Ein bisschen so einen Zaun zu bauen, aber... Da musste ich mit aufhören, weil das einfach zu teuer war. Das kann ich lieber machen, wenn ich irgendwann, wenn der Rubel rollt. Aber so momentan nicht. So, was denken die Leute denn über den Preis hier? Ich glaube, ich muss noch mal gucken, dass ich hier ein bisschen mehr Eintritt nehme. Noch gehen die Leute hier rein. Also ich mache ja auch Plus. Parkbewertung. Sieht auch alles nicht so schlecht aus. Und jetzt bin ich auch schon wieder im Plus hier. So, jetzt geht er langsam wieder runter. Dann könnte ich nämlich vielleicht gleich mal ein Imbestand bauen. Und das mache ich jetzt auch. So, Chief Beef, Ice Cream, Hot Dog. Was nehmen wir denn mal? Pizza. Pizza gibt's auch. Oh, dann will ich mal einen Pizzastand haben hier. Kriege ich da noch eine Mauer drumherum? Ich werde mal gucken, ob ich das hier mal ein bisschen rübersetzen kann vielleicht. Ich will nicht rüber, ne? Das finde ich doof. Wird. Ja, den mögen sie irgendwie auch nicht leiden, ne? Ich frage mich, ob das so eine Art Bug ist. Bei einem anderen habe ich das auch gesehen. Der hatte am Ende auch so ein Chief Beef gesetzt. Und die Leute, die sind alle umgedreht. Drauf zugerannt teilweise, wie die Bekloppten, und ich habe kein Geld mehr. Und kurz davor abgedreht. Das war ja eigenartig.
Wär doch gelacht, wenn ich hier nicht ein paar Mauern rumkrieg. So, und machen wir mal das Teil hier rauf. So, was kriegst du dann? Den hier? So, jetzt möchte ich aber auch gerne... Jetzt möchte ich doch ganz gerne mal Lampen an, was denn hier? Ja, diese... Filter sind zwar toll, aber manchmal auch etwas nervig. Ich habe schon wieder kein Geld mehr. Jetzt habe ich wieder Geld. Ja, morgen fahre ich übrigens selbst in einen Freizeitpark. Und zwar wohne ich ja im Norden. Und da ist der Hansapark nicht allzu weit. Ich habe so ungefähr... eine Viertelstunde Fahrzeit. Und da ich eine Saisonkarte habe, werde ich morgen mal schauen, wie es da so, was da so los ist und ob das Wetter nicht zu schlecht ist. Ein paar Bundesländer haben ja leider auch Herbstferien, also hoffe ich, dass es nicht zu voll sein wird. Ja, Herbstferien, sag ich schon, Pfingstferien. Das ist nämlich Baden-Württemberg, Bayern. Und ich glaube Berlin, die haben auch Pfingstferien. Und, tja, wer weiß, ob nicht irgendwelche Ausländer auch solche Art Ferien haben. Mal sehen. Huch. Habe ich doch da vergessen. So klicken. Also echt. So, dann brauchen wir natürlich auch noch ein Schild. Ein Shop-Schild. Oder... Nee. Eigentlich möchte ich eine Markise... Wo habe ich denn die Markisen hier? Wo gibt's sowas? Bestimmt bei den Läden. Oder? Nee, irgendwie nicht. Sind die doch beim Gebäude wahrscheinlich? Oder müssen die erst noch erforscht werden? Ich baue sonst irgendjemand nur die Schilder an. Aber irgendwie keine Markisen. Jetzt wollte ich aber irgendwie gerne mal eine Markise haben. Sind schon schöne Sachen bei, aber gerade nicht das, was ich suche. Na, da haben wir sie ja, die Markisen. Das sieht doch irgendwie immer gleich etwas netter aus.
Würde netter aussehen, wenn ich Geld hätte. Übersetzen hier. Denn dann soll sie natürlich auch einigermaßen in der Mitte sein. Ne? Da sind wir ja dann auch pingelig. Sieht ja sonst auch nicht aus. Aber ich mache immerhin Gewinn. Da kann man ja nicht meckern. Ist ja nun nicht so, dass ich hier Fett Minus mache. So. Die haben wir schon mal. Dann brauchen wir aber noch, viel haben wir für Pizza. Ja, das ist natürlich cool. Ist auch okay. Ja, gerade wenn man klicken will, ist das Geld wieder futsch. So, dann haben wir das schon mal. Ich hätte dabei gerne noch mal wieder ein paar Lampen. Weil die Leute sind da ja auch immer ein bisschen pingelig, wie wir wissen. Und die wollen das ja dann auch schön haben. Und da ich die auch immer gerne auf einer Höhe habe, verschiebe ich die auch gerne mit der X-Taste. Dann tütteln wir da natürlich auch noch eine Lampe dran. Ja, das schwankt immer. Mal plus, mal minus. Das ist immer ein Fummelkram mit den Lampen hier. Das soll ja auch gut aussehen. So. Und wieso ist die eigentlich so? Könnte ein bisschen vorgehen. So. Aber ich möchte auch ganz gerne nochmal die Ladenschilder oben drauf haben. So, Cosmic Kugel. Dann kommt hier oben noch eins drauf. Und dann brauche ich natürlich auch noch mein Pizzaschild. Wo haben wir denn sowas? Pizza-Pen. Also das aber, oh nee. Also was ich blöde finde teilweise, dass die Schilder manchmal mega riesig sind. Also ich meine, wenn man so ein kleines Gebäude hat wie jetzt hier, dann ist es doch, das geht natürlich immer gar nicht. So, Fenster, Türen. Fenster, Western, Design Western. Soll natürlich auch schon ein bisschen zum Style passen.
Was da teilweise auch irgendwie das Problem ist, einige Fenster sind da auch wieder so riesig. Ja, das geht jetzt aber. Das passt besser. Mit der F-Taste kann man das übrigens zentrieren. Das ist. Weil ziemlich mittig ist. Bei den Türen geht es teilweise auch, aber nicht immer. Da setzen einen die manchmal viel zu hoch. Oh, 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 oh. Techniker, ich muss einen Techniker haben. Ganz schnell. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Techniker, komm schnell. Oha, das wird dir gleich wieder ganz schön reinhauen. Na nun geh schon. So, die sind bestimmt stinkesauer. Ja, ich hasse es, wenn Fahrgeschäfte nicht funktionieren. Das kenne ich. Mist, jetzt ist es sinnlos, sich bei Waifu anzustellen. Ja, das. Obwohl, so lange wird es nicht dauern. Kannst dich schon mal anstellen. Es ist schon wieder heile alles hier. Alles kein Problem. Genau, geh doch mal was essen hier. Ja. Das kann man ja auch mal machen. Schade, ich würde gerne noch mal ein bisschen Deko hier hinbauen, aber... Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten. Sieht natürlich auch mega blöd aus jetzt mit der Toilette. Ja, dann muss ich hier aber noch mal ganz schnell einen einstellen, da mal ein bisschen für Ordnung sorgt. Ich verstehe immer nicht. Alle stellen sich hier an zum Trinken, aber... Erst haben die gejammert, ich möchte gerne einen Imbissbude haben hier und so weiter. Dann baut man eine und keiner geht hin. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wenn man die Shops am Ende setzt und da nichts mehr hinterkommt, dass die dann immer wieder abdrehen. Das habe ich manchmal das Gefühl. Dass es damit was zu tun hat. Das habe ich nämlich, das ist ganz kurios. Das habe ich bei einem anderen gesehen, der hatte auch zwei Imbissbuden und die am Ende. Da sind die Leute immer wieder drauf zugerannt teilweise und was weiß ich was. Aber selbst die Saubermacher hier, die Reinigungskräfte, Mechaniker... Alle immer nur bis zum gewissen Punkt und dann abgedreht. Also als wenn das ganz unbeliebte Stellen sind. Aber vielleicht kennt ihr das selbst, wenn ihr irgendwie mal auf dem Flohmarkt wart oder so und der letzte Flohmarkt stand. Man schon von Weitem gesehen hat, oh ne, es sieht nicht so interessant für mich aus. Da dreht man irgendwie auch vorher schon immer ab oder so. Das ist jetzt ein komischer Vergleich vielleicht, aber fällt mir gerade so dazu ein. Ja, das ist kurios. Ich kann es mir wirklich nur so vorstellen, weil dahinter nichts mehr kommt und der letzte in der Reihe ist quasi. So, aber die Folge ist, glaube ich, auch schon wieder mega lang und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, ich wünsche euch noch was und vielleicht ja bis zum nächsten Mal. Tschüss.